Ja, hallo Bastelfreunde, willkommen auf meinem Kanal. Viele fragen sich, was mit dem Breakdance weiter passiert. Ich habe so ein bisschen jetzt weitergemacht, ich habe so ein bisschen schon mal die Seitenverkleidung schon ein bisschen gemacht, weil das Breakdance muss ja noch ein bisschen noch anders gebaut werden und unterwagen. Das Problem ist ganz einfach momentan draußen jetzt, mir fehlen wieder ein paar Bohrer, mir gehen langsam die ganze Bohrer zur Neige. Momentan kommt auch nichts mehr nach, keine Ahnung. Kannst auch momentan irgendeinen Bohrer mehr kaufen. Sekundenkleber, Kleber, momentan ist irgendwie alles schwierig. Aber nichtsdestotrotz möchte ich euch nochmal was zeigen, wie es weitergeht mit dem Breakdance Karussell, weil ich werde es erstmal, jetzt wie es jetzt ist, werde ich es jetzt erstmal stehen lassen und dann erst mit nächstes Jahr wieder weitermachen, nächstes Jahr, weil ich denke mal, das wird mir sicher nicht, dass dieses große Bohrprojekt, habe ich ja so gesagt, es dauert etwas länger. Aber ihr werdet auch schon sehen, wie langsam das Form annimmt. Aber momentan irgendwie, solange ich keine Bohrer nachkaufen kann, momentan im Baumärkten, immer fehlen dann die Bohrer, die ich brauche, oder ganz andere Sachen. Wir haben um die Ecke hier einen Trödelladen. Ich konnte froh sein, dass die nicht schlechte Segelwetter haben, um das ganze Material zu sägen. Aber ich werde euch mal zeigen, was ich jetzt gemacht habe und was sich anscheinend noch ein bisschen ändern wird. Also ihr werdet staunen, was ich so ein bisschen wieder überlegt habe, was zu ändern. Also es ist deutlich länger geworden. Ihr seht selber, ich habe Probleme, das euch richtig auf ein Ding zu kriegen, auf der Kamera. Komplett habe ich jetzt hier an der Seite alles jetzt erstmal vorübergehend Edelstahlplatten mit einem Sekundenkleber festgeklebt. Erst ein provisorisch, dass man sieht, da tut sich etwas. Vorne habe ich schon zwei Röhren befestigt, auch nur zusätzlich festgeklebt, um mal zu zeigen, wie es aussieht. Das sind noch weitere Stützen, um vorne die Stabilität reinzubringen. Hier kommen noch Stützen dran, die jetzt ausgeklappt wird, damit die Schräglage so fest ist wie möglich. Gewicht wird ein bisschen mehr nach vorne getragen, weil natürlich das hier hinten hochgeht, ne? So, ihr seht ja auch selber, es ist einen sogenannten Dreiachser, ne? Und vorne wird auf dem LKW drauf gehangen. Ja, was wird sich noch ändern? Das Mittelstück wird sich ändern. Warum, weshalb, kann ich euch sagen. Ich hoffe, jetzt findet das. Naja, jetzt habe ich halt natürlich jetzt nicht jetzt. Wo ist es denn jetzt? Aha. Yeah. Das Problem ist, das eiert ein bisschen. Seht ihr das? Das gibt etwas Spielraum. Vielleicht habe ich überlegt, dieses Edelstahlrohr hier drin zu verarbeiten. Natürlich angepasst, natürlich. Ich muss auf jeden Fall das ganze Mittelstück wieder komplett äußerlich ändern, weil ich habe ja noch eine Kappe drauf getan. Ihr seht das? Da ist ein Kugellager drin, aber das hält nicht alles. Ich muss mal überlegen, wie ich das anders mache. In dem kann ich auch direkt gucken, mit die Platten kriegen, wo später die Arme dran kommen, um die Gondeln dran zu machen. Aber ihr seht, es wird schon wieder etwas wunderbar. Leute, das wird ein Motzbrocken. Ihr seht selber, ich habe voll Probleme, euch das hier auf der Kamera zu zeigen. Es ist deutlich natürlich etwas schwerer geworden. Allein schon diese Platten vorne, die ich hier dran befestigt habe, die werden nachher allen später noch festgenietet. Da muss ich spezielle Bohrer für haben und Nieten. Ich hole Edelstahlnieten. Die werde ich alle da reinballern, damit alles fest ist. Hier habe ich auch zwei Platten hinten dran gemacht, um ein bisschen bessere Abweichung. Und ich kann immer noch hier an den Lichtschalter rangehen. Ne? Wegen das Licht. Hier muss ich noch mal schauen. Ich muss noch hier noch Radkappen machen. Hier, also diese Radläufe. Hier muss ich noch zwei Radläufe machen. Dann werden die Achsen noch ein bisschen zentriert. Die müssen richtig gerade sein. Da ist noch was schief gegangen. Dann muss ich mal gucken, wie ich das mache. Ja, aber im Ganzen so weit, so gut. Sieht es langsam nach so ein schönes Unterwagengestell aus. Die Platte wird unten unter auch noch festgeschraubt. Diese dicke Platte hier, wo die Stützen dran sind, da kommen noch ein paar Behälter dran. Es hat ein paar Deko-Behälter hier für Luftdruck, für die Räder, Bremsscheiben etc. als Deko. Und dann, ich hoffe, wird irgendwann mal alles mal fertig. Ja, also ich bin am Versuchen, mal das Ding richtig möglich hinzustellen. Ich muss wahrscheinlich für das Bauprojekt einen extra Unteraufsatz machen, um damit zu arbeiten, weil Schraubstock kannst du mir dann leider vergessen, weil das Ding kann ich nicht mehr einspannen. Ich habe jetzt mal auf die Waage gewogen. Das stolze Teil wiegt jetzt ca. 10 Kilo. Also wirklich fast 10 Kilo wiegt allein dieses Mordsgerüm, dieses riesige Teil hier, was hier steht. Und
Es wird langsam bombastisch. Und wenn ihr überlegt, die Arme kommen dann dran, etc. Also das wird ein richtiges Mordsteil. Also wie gesagt, das Vordergewicht wird vorne mal komplett verlagert. Das seht ihr selber. Damit in Mitte und hinten etwas leichter ist. Die einzigen Arme, die hier dran befestigt werden, wo die Gondeln dran kommen, wo die Scheibe später ist, wird alles aus Aluminium gemacht. Das heißt, warum, weshalb? Damit das ganze Gewicht unten bleibt. Wenn das Ding mal sich drehen sollte, damit nichts passiert. Und das ist meine Idee von mir persönlich. Also, das weiß man mit Sicherheit selber. Es gibt auch sehr viele Facebook-Modellbauer, die ich gesehen habe, die ich in Gruppe auch immer das alles reinteile, die alles auch jetzt ihre Breakdowns weiterbauen. Sagenhaft, sensationell, was ihr baut, wunderbar. Und ich werde euch jetzt den sensationellen dieses Video abbrechen, wollte euch nur mal ganz kurz dieses Objekt zeigen, weil das war ich euch schuldig, weil es kam nichts mehr und ich habe jetzt muss noch einmal ganz kurz noch mal zeigen, was mit den Breakdance geschieht. Das ist mir wichtig, euch nochmal zu zeigen, dass ich auch daran arbeite. Ja, ich hoffe, es gefällt euch. Wenn euch es gefällt, lasst einen Daumen oben, das weitere Bauprojekt. Und ich werde auf jeden Fall schauen, wie es weitergeht. Aber ich werde erstmal nächstes Jahr weitermachen. Sobald ich wieder ein paar mehrere Bohrer habe, Werkstoffe, Werkzeuge, die ich mir hole, dass ich wieder weiterarbeiten kann. Vernünftige Nieten, Gewindebohrer, die ich wieder holen muss dafür. Und dann muss ich auch überlegen, wie ich damit besser arbeiten kann. Weil Schraubstücke kann ich jetzt vergessen. Ja, weil das ein großer Mordsteil ist. Da werde ich mir überlegen, was anders einfallen zu lassen. Im Sinne wünsche ich euch alle einen schönen Tag. Macht es gut. Wenn ihr mehr sehen wollt und wenn euch das gefällt, lasst ein Abo da. Abonniert diesen Kanal. Beim nächsten Mal. Bis dann, euer Mike. Ciao.